Wenn du wissen möchtest, wie du mehr Leichtigkeit und Interaktion in deine Teamworkshops bringst, wie du spielend leicht ein gemeinsames Verständnis von allen schaffst, dann bist du hier bei diesem Video heute richtig. Heute ist Matthias Renner zu Gast. Matthias ist IT-Consultant, war lange in der Hotellerie Gastronomie. Er ist Geschäftsführer der Brickolution, Coach, Mediator und er ist Lego Serious Play Facilitator. Ja, Matthias, sehr schön, dass du den Weg auf dich genommen hast und heute hier bist. Danke, dass ich da sein darf, Madeleine. Endlich mal wieder Hamburg. Wunderschön. Sehr schön. Du bist ja ausgebildet in einer Methode, über die wir heute sprechen, nämlich Lego Serious Play. Jetzt kennen ja vielleicht viele schon Lego, aber was genau ist denn Lego Serious Play? Kannst du uns das mal erzählen? Was ist das? Was macht man da? Ganz kurz den Unterschied zwischen mit Lego spielen und Lego Serious Play, das kann man vielleicht so beschreiben. Wenn man mit Lego spielt, dann baut man Geschichten oder Modelle der realen Welt nach. Mhm. Und bei Lego Serious Play ist es so, dass wir Dinge bauen über Sachen, die nicht greifbar sind. Mhm. Vielleicht sowas wie Vertrauen, ja? Oder vielleicht auch eine Strategie für das nächste Jahr. Das sind Dinge, die sind nicht greifbar und die kann ich mit Lego Serious Play so wunderbar erarbeiten. Und das Ganze funktioniert so, dass eine Person durch den Workshop führt, der sogenannte Facilitator. Und der stellt eine Frage an die Teilnehmenden im Raum. Und nun ist es nicht so wie in einem Meeting oder wie in einem Workshop, dass eben sofort ungefähr 20% eine Idee haben oder eine Ahnung haben oder eine Meinung haben und die dann kundtun und den anderen dadurch die Chance nehmen, sich in Ruhe Gedanken zu machen, sondern es ist so, dass nachdem die Frage gestellt wird, jeder Teilnehmende baut, ganz in Ruhe für sich, Zeit hat zu bauen, seine Gedanken fließen zu lassen, ihre Gedanken fließen zu lassen. Und nachdem gebaut wurde, nachdem jeder gebaut hat, wird die Geschichte geteilt. Also was sehen wir in dem Modell? Was stellt mein Modell denn jetzt letztendlich dar? Jetzt kennen das ja viele nur zu gut und ich glaube, genau da spielt ja Lego Serious Play eine tolle Rolle. Als Moderatoren, als Scrum Master, Führungskraft hat man so diese Herausforderung, die Redeanteile irgendwie ausgeglichen zu haben, dass alle dabei sind im Meeting. Wie kann da Lego Serious Play helfen? 20% nutzen 80% der Redezeit im Normalfall, ne? Um das zu erzählen, was sie schon immer erzählt haben und von dem man weiß, dass sie es immer erzählen, weil sie es wirklich jedes Mal tun. Und dadurch hört ja auch keiner mehr zu und dadurch, wenn irgendwas beschlossen wird, heißt es ja spätestens an der Kaffeemaschine. Passiert eh nicht. Wenn man mich mal gefragt hat, irgend sowas in die Richtung. Mhm. Das Desaster dabei ist natürlich, dass wir auf der einen Seite Lösungen haben, hinter denen die Leute nicht stehen. Aber was noch viel, viel schlimmer ist, 80% der Leute im Raum werden nicht gehört, tragen nicht zu der Lösung bei und darauf verzichten wir ganz einfach in diesen Meetings und in diesen Workshops. Wir sind uns gar nicht bewusst, was für eine unglaubliche Menge an Ressourcen dadurch verloren geht. Und das ist so schlimm. Ich finde das ganz, ganz, ganz schlimm und wahrscheinlich deshalb, weil ich weiß, na gut, es gibt da eine Methode, mit der funktioniert es eben anders. Aber das ist eben wie bei allem, Kommunikation ist der Dreh- und Angelpunkt. Mhm. Also etwas, was mir in Meetings auffällt und worüber ich auch mit vielen Führungskräften spreche, ist das Thema Zuhören. Es scheint ja irgendwie so, als hätten wir das verlernt oder es fällt uns sehr, sehr schwer, wirklich zuzuhören. In einem Gespräch mit dir hast du über Lego Serious Play gesagt, mit den Augen zuhören. Das fand ich faszinierend. Was meinst du damit? Das Problem, wenn wir jemand anderem zuhören, ist ja, dass wir immer eigene Bilder im Kopf haben. Und das überlagern wir mit den Informationen oder mit dem, was wir hören und bauen uns unsere eigenen Bilder. Und bei Lego Serious Play ist das nicht so. Und ich kann dir das an einem Modell zeigen. Also dieses Modell, das zeigt Vertrauen. Und ich glaube, das kann man hier wunderbar erklären. Also das sieht man hier, zwei Leute, die über einem Abgrund sind, ne? Hier die Leiter. Und es geht wirklich sehr, sehr hoch, wie man da sieht. Und der eine führt den anderen über diese Schlucht und der hat noch nicht mal einen Kopf. Also er sieht nicht, was da passiert, vertraut aber dieser anderen Person vollkommen. Und das finde ich so wunderbar bei Lego Serious Play, dass du wirklich dieses Modell hast und da dieses blinde, vollkommene Vertrauen so eindeutig abbilden kannst. Mhm. Und
das macht es für mich so einzigartig unter anderem. Ich habe dich ja bei einem digitalen Zoom in diese Methode kennengelernt. Und das bietest du ja auch in Form von Meetups an, die verlinken wir hier auch. Da habe ich empfunden, dass die Methode ganz schnell ganz tief geht, also im Sinne von tiefsinnig, ohne pathetisch zu sein. Und das ist ja auch eine Herausforderung, in Workshops überhaupt so eine Atmosphäre von einer psychologischen Sicherheit zu schaffen, bei der das überhaupt möglich ist. Das fand ich und glaube auch andere Teilnehmer echt faszinierend. Was fasziniert dich am meisten bei LEGO Serious Play? Es sind so viele Sachen. Was mich an LEGO Serious Play am meisten interessiert, fasziniert, berührt, ist wirklich dieses gegenseitige Verständnis schaffen. Weil das für mich die Basis ist. Dieses jeder wird gehört und jeder und jede wird verstanden. Mhm. Weil daraus ergeben sich dann eben so viele Dinge. Daraus ergeben sich dann diese Offenheit, die du in den Workshops erfährst. Dadurch ergibt sich die Sicherheit, weil auch nichts in Frage gestellt werden kann oder in Frage gestellt werden darf. Dadurch hast du dieses gegenseitige Lernen, dadurch hast du eine Energie in dem Raum, die nicht vergleichbar ist. Also, das macht es auf der anderen Seite natürlich auch wahnsinnig anstrengend, so ein Tag LEGO Serious Play, als Teilnehmender, aber auch als Facilitator. Da reicht es dann auch abends. aber das kommt eben alles zusammen. Mhm. Und das macht dann diesen großen Unterschied, den die Methode bewirken kann. Und wie gesagt, du kannst mit LEGO Serious Play tatsächlich Unternehmen verändern. Mhm. Und das ist einfach beeindruckend. Ja. Manager, die Klötzchen bauen, heißt ein Artikel von dir bei Business Punk, ein Interview. Mhm. Und das trifft ja quasi in die Wunde, so ein Vorurteil. Da von wegen Spielen und Arbeiten in Chefetagen, dass das nicht zusammenpasst. Kannst du da mal so ein bisschen Zustellung zu beziehen? Ich weiß, was du meinst. Genau, der Artikel von Insa Schniedermeier aus dem Business Punk. Dürfen wir spielen? Dürfen wir Manager spielen? Sollen wir Manager spielen? Sagen wir so, bei Spiel sind wir ja in einer anderen Realität. Im Grunde, wir verabschieden uns aus der eigentlichen Realität und tauchen ja vollkommen in das Spiel ein. Mhm. Das heißt, wenn wir spielen, sind wir in einem Flow und vergessen alles, was drumherum geschieht. Wir konzentrieren uns voll auf das Spiel. Und wenn wir spielen, also gerade bei LEGO Serious Play, was du da machst, ist ja auch Lösungen testen, Lösungen für Probleme, die dir in unserer normalen Realität unlösbar scheinen, die dir zu komplex erscheinen. Und das kannst du im Spiel wunderbar alles austesten. Passiert ja nichts, ist ja nur ein Spiel. Mhm. Aber dadurch kannst du Rückschlüsse ziehen, die du dann in die echte Realität wiederum zurücknehmen kannst. Das ist ein Vorteil. Und der andere Vorteil ist, wenn man lernt, braucht man ungefähr so 400 Wiederholungen, bis sich die Synapsen dann richtig verfestigen. Im Spiel sind es irgendwas so zwischen 10 und 20 Wiederholungen, bis du irgendwas wirklich gelernt hast und verinnerlicht hast. LEGO Serious Play ist eine Methode, bei der Dinge auf den Tisch kommen. Und wenn du die Modelle auf dem Tisch hast, dann kannst du sie nicht mehr unter den Teppich kehren. Versuch, ein zusammengebautes Modell unter einen Flocati zu kehren. Es bleibt immer eine Beule. Es geht einfach nicht mehr. Das heißt, ich würde sogar so weit gehen und sagen, es braucht mutige Manager, mutige Führungskräfte, die auch zulassen, dass die Dinge auf den Tisch kommen. Mhm. Das benötigt es für LEGO Serious Play. Und die mit der Ehrlichkeit umgehen können. Und die mit der Ehrlichkeit umgehen können, weil es gibt kein besseres Mittel, als eine LEGO Serious Play Workshop zu machen und danach mit den Ergebnissen einfach nichts mehr zu tun und so ein bisschen verschwinden zu lassen. Kein besseres Mittel, um ein ganzes Team vollkommen in Widerstand zu bekommen. Also von daher, es braucht wirklich mutige Führungskräfte auf jeden Fall. Mhm. Dann richtet sich unser Video heute an mutige Führungskräfte. Absolut.
Du hast ja auch einen Hintergrund in der IT. Und da müssen mehr und mehr Teams sich ja so auch selbst organisiert behelfen. Da ist ja nicht mehr so die klassische Führungskraft. Und ich frage mich, ich habe auch eine Vorstellung, wie Lego Serious Play da unterstützen kann. Ein großes Thema ist ja das Thema Entscheidungsfindung in Teams, wenn es keinen Manager mehr gibt, der das entscheidet. Wie kann LSP da unterstützen? Also wenn das jetzt Entscheidungsfindung wäre als Frage, nur mal angenommen, rein hypothetisch, dann könnte man vielleicht mit einem Team bauen, was denn für die einzelnen Personen, die in dem Workshop teilnehmen, also in dem Fall wären es typischerweise alle aus dem Team, was für die denn wichtig ist, was für die wichtigste Komponente ist, um Entscheidungen fällen zu können. Und wenn ich das habe, wenn ich diese Ergebnisse auf dem Tisch habe, dann würde ich sie anordnen in Form von einer Landschaft. Das heißt, durch die Nähe und durch die Distanz trifft man dann wiederum eine Aussage, was für das ganze Team wichtig ist, für das Treffen von Entscheidungen. Und so hat dann das gesamte Team, das komplette Team, einen Überblick darüber, was für alle wichtig ist, also für jeden Einzelnen, aber auch für das Team im Gesamten. Das ist eben eine Lösung, die man dann gemeinsam auf der Basis der einzelnen Ideen und Vorstellungen erarbeitet. Da sprichst du ja auch schon diesen Prozess ganz konkret an und du hast uns ja auch was mitgebracht. Vielleicht ist jetzt ein guter Zeitpunkt, da mal ein bisschen drüber zu gehen und uns anzuschauen, welche Modelle und wie die so von individuellen Modellen, wie du die nennst, in Teammodelle, gesamtheitliche Modelle, Landschaft. In eine Landschaft übergehen. Gerne. Ja, jetzt kann man ja hier schon sehr schön sehen, wie du arbeitest. Wenn du mal ein bisschen erzählen kannst, was genau können wir hier sehen? Ja, also das ist schon zu einem etwas fortgeschrittenen Zeitpunkt in dem Workshop gewesen. Es ging ja um Entscheidungsfindung. Was ist für das Team wichtig bei Entscheidungen, um Entscheidungen treffen zu können? Und wir fangen in dem Lego Serious Play Workshop ja immer mit dem individuellen Modell an. Das heißt, das Wissen von jedem Einzelnen aus dem Kopf und auf den Tisch zu bekommen. Und da waren das eben dann Modelle wie Transparenz ist wichtig, dass die Informationen fließen, dass jeder zum selben Zeitpunkt alle Informationen zur Verfügung hat. Das war in dem Team nicht immer ganz so der Fall, sagen wir es mal so. Okay. Ein anderes war, für das Team ist ganz wichtig, dass sie alle auf Augenhöhe arbeiten. Also zum einen sieht man diese Diversität, die sind alle ganz unterschiedlich, auch ganz bewusst, aber trotzdem alle auf Augenhöhe, auch wenn sie weiter voneinander entfernt sind. Und selbst wenn mal jemand ein Brett vor dem Kopf hat, und ich fand das so einen schönen Ausdruck, dann arbeiten die anderen daran oder tun alles dafür, dass es trotzdem Transparenz erzeugt wird. Und dass es eben der anderen Person dann hilft, möglichst schnell wieder den Durchblick zu bekommen. Und Vertrauen war eins. Und das fand ich auch noch so ein schönes Modell. Das ist die Fehlerkultur. Also man darf Fehler machen, man wird nicht gehängt. Und das ist dann eben so ein Häkchen, Fehler dürfen gemacht werden. Okay. Und das waren so die wichtigsten. Und der Prozess ist so in dem Workshop, dass, wie gesagt, erstmal alle ihr Wissen bauen oder ihre Modelle bauen. Und im nächsten Schritt wird eine sogenannte Landschaft erstellt. Das heißt, durch die Nähe und durch die Distanz wird hier nochmal gezeigt, was wichtig ist. Also die Transparenz, die Informationen, das war grundlegend. Also wenn ich Entscheidungen treffen muss, dann brauche ich möglichst alle Informationen natürlich. Die zeitliche Übersehbarkeit, oder dass ich einen zeitlichen Horizont habe, das war nicht ganz so wichtig. Wichtig, sonst wäre es nicht auf dem Tisch. Aber nicht ganz so wichtig wie die Transparenz. Und so ordnen dann die Teilnehmenden nach und nach ihre Modelle an. Und das Ganze passiert so, dass es letztendlich eine Art Aushandeln ist, was da stattfindet. Das heißt, es wird sich geeinigt über die Reihenfolge, die wird nicht von einem. Genau, die Reihenfolge wird nicht von einem festgelegt und die wird wirklich miteinander erarbeitet. Und das wird dadurch sichergestellt, dass ich nur mein eigenes Modell bewegen darf und nicht die Modelle der anderen. Weil in dem Moment, in dem ich ein Modell von einer anderen Person bewege, dann ist das ein Stück weit schon übergriffig. Ja. Das sind ja deren Ideen, deren Meinungen, deren Vorstellungen. Wenn ich sage, naja, aber das ist jetzt nicht ganz so wichtig, deins.
Das fühlt sich nicht gut an. Für den anderen, klar. Genau. Und deshalb ist es eine Regel. Also natürlich kann ich fragen, darf ich das mal ein Stückchen nach hinten schieben? Und man kriegt dann auch wirklich mit und man stellt auch fest, wie der Umgang zwischen den Teilnehmenden sich ändert. Also wie die auch wirklich höflicher umgehen miteinander. Mhm. Und also auch wieder so ein ganz tolles Ding, was man da feststellt. Hier sehen wir jetzt mehr oder weniger eine Sequenz mit zwei parallelen Modellen. Das können aber auch mal Cluster sein, dass sich eben verschiedene Cluster bilden oder dass es eine Mischung ist, dass es ein Kreis ist. Das ist je nach Fragestellung, je nach Team komplett unterschiedlich. Okay, aber die Phasen bleiben gleich? Die Phasen bleiben gleich. Und ist das hier jetzt auch das Ende von so einem Workshop? Das ist meistens eine Zwischenstufe. Gut, also wenn jetzt natürlich die Frage ist, was brauchen wir denn als Entscheidungsfindung, dann würde man sagen, an der Stelle ist der Workshop zu Ende. Was aber auf jeden Fall oder was im Normalfall gemacht wird, wenn man so eine Landschaft erstellt hat, ist, die zu dokumentieren. Mhm. Und das macht man bei LEGO Serious Play am liebsten und am besten mit einem Video. Und das findet jetzt nicht so statt wie wir, dass wir jetzt in die Kamera gucken können oder auch nicht, sondern hier wird wirklich nur die Landschaft gefilmt und dann siehst du, wie eine Person eben spricht und dann immer die Modelle berührt und zeigt, was man in diesen Modellen sieht. Mhm. Und wenn man sich überlegt, ich habe ein Meeting und da sind 7 Leute drin und dann hast du nachher mindestens 7 verschiedene Geschichten, was drin beschlossen wurde, was passiert ist. Und das ist hier anders, weil zum einen hast du ja dieses Aushandeln und zum zweiten wird danach geübt, diese Geschichte zu erzählen, weil es ja auch wichtig ist, dass alle das gleiche dahinterstehen und alle Verständnis haben. Genau, das gleiche Verständnis haben und dass auch alle wirklich damit zufrieden sind. Mhm. Also auf einer Skala von 1 bis 10, wo befinde ich mich? Okay. Super, vielen herzlichen Dank, dass du uns das mitgebracht hast. Gerne. Und jetzt auch gezeigt hast. Lass uns doch noch ein bisschen weiter sprechen drüben. Gehen wir wieder auf die Couch. Mhm. Siehst du eigentlich Grenzen von LEGO Serious Play? Sachen, die man nicht so gut umsetzen kann mit LSP? Also ganz sicher ist LSP nicht dienlich bei einer Fragestellung, bei der schon sicher ist, was die Antwort sein soll. Ah ja. Das gibt es ja manchmal. Ne? Mhm. Also ich bräuchte einen Workshop und das muss dabei rauskommen. Ja, dann aber nicht LEGO Serious Play, auf gar keinen Fall, weil dann habe ich viel zu viele Optionen auf dem Tisch. Mhm. Okay. Also im Grunde eignet sich LEGO Serious Play für wirklich komplexe Fragestellungen, bei der ich einen Überblick über die gesamte Situation brauche, bei der es mir wichtig ist, dass ich die Ideen, die Meinungen, vielleicht die Gefühle und die Ansichten von allen Teilnehmenden aus dem Kopf und auf den Tisch bekomme. Dann ist LEGO Serious Play perfekt dafür. Wenn du dir etwas wünschen könntest von Unternehmen, Organisationen, Führungskräften, Teams im Hinblick auf Spielen und im Hinblick auf LEGO Serious Play, was wäre das? In der idealen Welt, wenn ich mir die so gestalten könnte mit meinen Wünschen, wie sie für mich perfekt wäre, wie sie für mich ideal wäre, dann würde ich mir wünschen, dass Firmen viel, viel mehr spielen, dass sie ihre Mitarbeiter viel mehr einbeziehen, dass ihre Mitarbeiter noch viel mehr das Gefühl von Selbstwirksamkeit haben und überschreiten sie gemeinsam mit ihren Mitarbeitern Grenzen im Spiel. Kommen Sie in den Flow und finden Sie ganz andere Arten, Ihre Probleme zu lösen, Ihre Fragestellungen zu lösen. Ganz einfach und ganz spielerisch. Und machen Sie komplexe Dinge einfach. Das wünsche ich mir. Das ist ein sehr schönes Abschlusswort. Vielen herzlichen Dank, dass du heute da warst, Matthias. Danke, Madeleine. War schön. Ja, wenn euch dieses Video gefallen hat, dann lasst uns das gerne in den Kommentaren wissen. Gebt uns einen Like oder abonniert auch den Kanal. Und wenn ihr noch mehr zu LEGO Serious Play wissen möchtet und wie euch das in eurer Organisation helfen kann, dann schaut auf dem Blog und der Homepage von Matthias vorbei. Das verlinken wir euch auch. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.